Ich glaube, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, neben Hilfsmaßnahmen, die ja von uns schon seit längerem gefordert werden, auch eine entsprechende Initialzündung für die Zeit danach zu setzen. Da muss man eine große Menge Geldes in die Hand nehmen, sonst bewirkt man nichts. Und unser Gutscheinmodell hat mehrere Vorteile. Zum einen unterstützt es diejenigen, die jetzt durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit oder andere schlimme Umstände an Einkommen verloren haben. Für die ist das eine effektive Hilfe. Zum anderen profitieren aber auch die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die ja jetzt auch keine Umsätze gehabt haben oder verringerte Umsätze. Das Geld bleibt im Staat. Und das ist der dritte Vorteil. Es profitiert unterm Strich dann natürlich auch die Allgemeinheit, weil ein Teil der Ausgaben ja dann auch über Steuern wieder zurückkommt. Das ist sinnvoll. Wir wollen mit einer solchen Maßnahme die Fehler nicht machen, die die Regierung gemacht hat. Und diese Fehler waren zu wenig Geld auf einmal, also alles portioniert. Das macht keinen großen Effekt. Zu kompliziert und zu bürokratisch. Und deswegen diese Gutscheinlösung, quasi alles zentral gesteuert, ohne kompliziertes Antragswerk. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung für die Zukunft.